Evangelische Kirche im Rheinland. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich stelle gerade ein bisschen meinen Vortrag um, weil ich eigentlich nach Frau Professor Degener reden sollte und Sie wissen jetzt vermutlich nicht, was Inklusion ist. Pech. Also muss ich es Ihnen kurz erklären. Aber das mache ich nachher auch ganz kurz. Eigentlich wollte ich Sie schon besonders begrüßen, weil bei mir ist sehr auffällig, dass mir die Hände fehlen. Bei Frau Professor Degener fehlen die ganzen Arme. Also hätte natürlich nichts näher gelegen, als Sie zu begrüßen. Ich habe das Gefühl, dass diese Synode in guten Händen liegt. Aber es sind weder die meiner Vorrednerin noch meine. Der Witz ist jetzt irgendwie dahin. Schade. Also mache ich es mal wie Eckart von Hirschhausen, der bekannte Kabarettist und Arzt. Der sagt ja immer, ich werde Sie gut behandeln. Ja, ich bin Pfarrer, ich würde dann sagen, bei mir sind Sie in guten Händen. Dann geht halt auch noch irgendwie so ein bisschen. Ich werde Ihnen aus sehr subjektiver Perspektive ein wenig über Inklusion, und zwar aus der theologischen Perspektive, erzählen. Was hören Sie heute nicht von mir? Vielleicht ist das auch ganz spannend. Sie hören nicht von mir, ob es eine Grenze der Inklusion gibt. Muss man nicht auch Menschen ausschließen können? In unserer Kirchenordnung gibt es gar keinen Ausschlussparagraphen. Gibt es eine Grenze? Werde ich nichts zu sagen, können Sie aber in diesem gerade zitierten Heft ein bisschen nachlesen. Und vielleicht stellen Sie sich selber Fragen dazu. Sie werden auch von mir keine systematische Theologie bekommen. Die wurde bis jetzt noch nicht geschrieben. Ich fühle mich auch nicht berufen, eine systematische Theologie der Inklusion vorzulegen, wobei das Thema einem bei ganz vielen biblischen Motiven natürlich unterkommt und vorkommt. Also auch dazu werde ich nichts sagen. Ich werde auch nicht zu dem schulpolitisch sehr aktuellen Thema sagen, kann Schule inklusiv werden, weil Synode. Sondern ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Das kann ich als Pfarrer am allerbesten. Ich werde erzählen eine sehr, sehr, sehr bekannte Geschichte, nämlich die Berufungsgeschichte des Mose. Für uns alle natürlich keine fremde Geschichte, weil ich habe gedacht, ich möchte gerne ihr Herz berühren, ihr Gefühl. Inklusion ist nämlich für viele Menschen eine Herzenssache. Es geht um Lebensqualität, es geht um Angenommensein. Fühle ich mich wohl an dem Ort, wo ich bin und wodurch fühle ich mich wohl? Das ist mein Programm. Von diesem zentralen Mose-Berufungstext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3 und 4, sagt Josef Ratzinger, das ist der zentrale Text alttestamentlichen Gottesverständnisses und Gottesbekenntnisses. Und bei aller protestantischen Bescheidenheit füge ich hinzu, und vielleicht auch des Menschenverständnisses und des Gottesbekenntnisses zum Menschen. Ja, was ist Inklusion? Drei Dinge, weil Sie jetzt den ersten Vortrag noch nicht im Kopf haben. Ich versuche es ganz kurz zu definieren. Für mich ist Inklusion die Kunst des Zusammenlebens von sehr verschiedenen. Da steht es. Die Kunst des Zusammenlebens von sehr verschiedenen Menschen. Meistens wird es eng geführt auf Menschen mit Behinderung sollen teilhaben. An Schule, an Gesellschaft, an Kirche. Da steckt leider schon die erste Schwierigkeit drin. Nach der Behindertenrechtskonvention gibt es eigentlich keine Menschen mit Behinderung mehr. Also die gibt es nur noch für Mediziner. Die dürfen definieren, wer ist behindert, wer ist nicht behindert. Die haben Normen im Kopf, wer ist normal, wer ist Abweichler von der Norm. Für Theologen und Pfarrer und Pfarrerinnen sind eigentlich alle Menschen gottgegeben und völlig normal. Ich bin relativ selten, bei 1 Million Geburten kommt meine Behinderung 2-mal vor, ist aber völlig normal. Ist ein statistisch seltenes Merkmal. Für uns als Christenmenschen ist sozusagen diese Kategorie nicht weiterführend. Wir müssen die Menschen nicht mehr aufteilen. Wir können sagen, sie sind verschieden, aber gleichberechtigt. Das ist Inklusion. Und es geht nicht nur um Menschen, die medizinisch behindert gelten, sondern eben viele Menschen sind von Ausgrenzung bedroht. Es geht auch um Frauen. Wie geht da die Teilhabe? Es geht um Menschen mit Migrationshintergrund, aber über diesen weiten Inklusionsbegriff, über den Sie sicher auch viel lesen können, werde ich auch wenig sagen, denn Sie sehen es mir nach, mein Interesse sind natürlich die außergewöhnlich begrenzten Menschen, um eine andere Definition ins Spiel zu bringen. Inklusion heißt gleichberechtigte Teilhabe, zweitermaßen. Darin steckt der Wechsel. Früher hat man immer gedacht, ach guck mal, das ist ein armer Junge, der ist behindert. Heute bin ich froh, Pfarrer zu sein. Immer wenn ich im Zug unterwegs bin und die Leute sagen, so ein bisschen mitleidig, ah, ich bewundere Sie aber, sage ich ja, weil ich lesen und schreiben kann, das habe ich in der ersten Klasse gelernt.
Sag ich, Sie müssten mich mal predigen hören. Wie? Was? Oh. Sie sind doch noch Pfarrer? Habe allerdings immer das Problem, dass ich mich dann für die ganzen Missetaten der Kirche entschuldigen muss. Immer muss ich über die Kreuzzüge reden. Ja. Meistens werde ich ja auf die Kreuzzüge angesprochen, dann sage ich, das waren wir nicht, das waren die Protestanten nicht. Naja. Ja, das waren wir auch, genau. Genau. Also Inklusion heißt auch, die Menschen von ihren Talenten her zu sehen. Und das dritte wichtige Thema ist Barrieren abbauen. Denn es gibt nicht nur die sichtbaren Barrieren, sondern vermutlich viel häufiger unsichtbare Barrieren. Dazu erzähle ich Ihnen jetzt gleich zwei kleine Geschichten von mir. Tatsächlich gibt es viele Barrieren in Köpfen. Wir sind alle gelenkt von unseren Vorstellungen vom Leben, von dem, wie Menschen denn sein sollen, sollten, müssten, wie auch immer. Und manchmal sind diese Vorstellungen gerade die Barriere, die Teilhabe unmöglich machen. Meine beiden kleinen Geschichten. Herr Eberl hat es gerade schon gesagt, ich habe mal sehr gut Tischtennis gespielt. Also ich spiele immer noch sehr gut. Für Sie reicht es noch, würde ich sagen. Aber der Anfang war natürlich interessant. Als 12-Jähriger im Urlaub in Österreich band mir ein Mann einen Schläger mit Schaumstoff und Schnüren an den linken Arm, weil ich nur zugucken konnte oder nur Schiedsrichter war und immer so traurig reingeguckt habe. Und er dachte, es muss doch möglich sein, dass der kleine Junge mitspielen kann. Eine wunderbare Idee. Nicht irgendwie der Stuhl von Herrn Lilie, der auch ein besonderes Hilfsmittel war, einen besonderen Tischtennisschläger für diesen Ohnhänder zu bauen, damit der Vorhand und Rückhand spielen kann. Und ich war so begeistert, als ich die ersten Bälle spielen konnte, dass ich sofort in den Tischtennisverein gehen wollte, hatte aber großen Respekt. Und die Barriere lag nun auf meiner Seite. Wie werden die anderen Menschen reagieren, wenn ich mich denen zumute, wenn ich dahin gehe? Also habe ich meinen Cousin gefragt. Wir sind zu zweit gegangen. Gemeinsam ist man stärker. Das wusste ich irgendwie als 12-Jähriger schon. Und mein Vater hat uns zum Training gefahren, zu dem Tischtennistrainer gegangen und hat gesagt, ja, das ist mein Sohn und sein Cousin. Die wollen hier beide Tischtennis spielen. Der Trainer sah mich an. Vorhand und Rückhand wird schwierig bei dir, oder? Ich habe keine Ahnung, wie du Tischtennis spielst, aber ich nehme an, du hast eine Idee und wir werden gemeinsam rausfinden, wie das klappen kann. Ein wunderbarer, inklusiver Satz. Ich habe ehrlich keine Ahnung, meine Vorstellungskraft reicht hier nicht aus, aber ich erkläre dir, ich bin lernfähig, ich bin bereit, ich möchte mich mit dir auf diesen Weg begeben, herauszufinden, wie es denn gehen kann. Sie müssen nicht ein Programm entwickeln, wie können behinderte Menschen an ihrem Gemeindeleben teilnehmen. Müssen Sie nicht machen. Sie müssen die Bereitschaft haben, mit diesen Menschen in einen Dialog zu gehen. Was wollt ihr eigentlich? Welche Vorstellungen habt ihr? Welche Wünsche? Meine Vorstellungen und Wünsche teile ich auch mit. Und in diesem Dialog entwickelt sich Teilhabe. Es ist eben nicht mehr der nicht behinderte Mensch dafür da, den behinderten Menschen zu integrieren, sondern beide begegnen sich auf Augenhöhe und finden gemeinsam ein neues Miteinander. Und so ging es mir auch als junger Vikar in Köln, in der Gemeinde. Na, wie tauft der Kinder? Beim Wasser mit der Hand ist schon mal ein bisschen schlecht. Ich konnte ja schlecht das Kind nehmen und so, taufe dich. Beim Abendmahl Pantene tragen, aber wie gebe ich dann? Also haben wir im Presbyterium zusammengesessen und haben darüber beratschlagt, wie wollen wir die Austeilung des Abendmahls mit einem Vikar, der keine Hände hat. Und haben es sozusagen im Konsens, das war immer schon Usus, dass die Presbyterinnen mit austeilen, eine gute Lösung gefunden. Und nachher gab es viele Rückmeldungen von den Menschen in der Gemeinde, dass viel Nähe entsteht. Ich musste ja nun auch hin und wieder mal die Pantene an den Vater und sage, halten Sie mal eben, ich muss ja den Kleinen segnen. Dann hat er noch irgendwie so ein kleines Baby auf dem Arm. Da muss ich dann dran. Ich wollte die gerne berühren. Sie schaffen Nähe. Manche Kinder waren auch sehr ängstlich. Dann habe ich das gemerkt und habe gesagt, okay, ich segne dich nur so. Und plötzlich kam etwas in Gange, wo die Menschen gemerkt haben, wir denken noch mal über Abendmahl nach, weil wir einen anderen Pfarrer haben, der irgendetwas anders machen muss, weil er gar nicht anders kann. Inklusion heißt, miteinander Barrieren wahrnehmen, abbauen, gucken, welche Chancen gibt es. So. Das wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht so ausführlich erzählen, aber jetzt fange ich an mit meiner Mosegeschichte und Frau Degner ist angekommen, da freue ich mich sehr. Ich muss also gar nicht meinen Vortrag in die Länge ziehen. Die Ausgangslage kennen Sie alle. Mose hütet
die Herde seines Schwiegervaters Jitrus läuft irgendwie über die Wüste hinaus und kommt zum Gottesberg Horeb und sieht da einen Dornbusch in Flammen, der brennt, aber er verbrennt nicht. Klar, Mose neugierig geht dahin. Eine Stimme trifft ihn. Der Engel des Herrn, heißt es, erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Neugierig sein, hingehen, ansehen ist wunderbar. Manchmal hat man ja auch so, kenne ich nicht, weggehen, Distanz halten, ängstlich sein. Ich glaube, Inklusion hat viel mit Neugier zu tun, das Unbekannte entdecken wollen. Hier fängt es eigentlich schon an in dieser Geschichte. Inklusion braucht Mut. Also die Stimme kommt und spricht, Mose, Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich hätte mich sehr gewundert, so eine Stimme aus einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Mose aber, der antwortet, hier bin ich und meldet sich und tritt in diesen Dialog ein. Noch ist irgendwie alles nur neugierig, fast naive, kindliche Selbstverständlichkeit in dieser Szene. Und dann fängt Gott an, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott stellt sich vor, und zwar mit einer alttestamentlich bekannten Formel. Und da geht es Mose auf, wer da zu ihm spricht. Denn er versucht sofort, sein Angesicht zu verhüllen. Das Angesicht Gottes anzusehen, in diesem Risiko, da steckt er, das will er auf gar keinen Fall riskieren. Vom Gott der Väter hatte er schon viel gehört. Vorher war das nur eine Stimme, die mich schon völlig aus Verfassung gebracht hätte, den Mose aber nur neugierig werden lässt. Aber wenn der Lebendige kommt, dann ist Mose völlig verhüllt. Um die Mütter unter uns zu beruhigen, ich hatte auch eher den Gott der Mütter. Es waren bei mir die Mütter, die mir die ganzen Gottesgeschichten erzählt haben. In der alttestamentlichen Tradition waren es vielleicht die Götter der Gott der Väter, aber die Bix übersetzt auch der Mütter, der Eltern, weil natürlich auch das ist in diesem Namen drin. Es gibt eben nicht mehr den Gott an einem Ort, sondern der Gott, der sich mit Menschen verbindet. Das ist eigentlich das Wesentliche dieses Namens, der Gott der Väter. Er verbindet sich mit Menschen und nicht mehr mit Orten, mit heiligen Städten. Gott hat sich vorgestellt und jetzt kommt der Auftrag. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage und ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen. Alles Luther-Übersetzung. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Haben Sie den Auftrag verstanden? Ja, ne? Ist eigentlich nicht so schwer, oder? Israel leidet, du geh Pharao rausführen. Ist relativ leichte Sprache, würde ich sagen. Das kann jeder verstehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie fromm die Synode ist. Wenn der liebe Gott heute Nacht sie nicht mit einem Antrag beauftragt, sondern sie zu irgendwas anderem beruft, ob sie dann sagen, ja Herr, sende mich, ich will gehen. So könnte man es annehmen, dass der große Mann des Glaubens, Mose, natürlich diesen Auftrag sofort erfüllt, aber es entwickelt sich ein wunderbares Gespräch in 5 Redegängen, wehrt sich Gott, Mose gegen seine Berufung. Ich führe jetzt schon mal aus, dass ich glaube, Mose war ein behinderter Mann. Das werden Sie aber erst später in diesem Redegang erfahren, denn er hat ja eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ich kann das hier verraten, weil Sie es vermutlich alle wissen. Und da glauben viele, dass er gestottert hat, dass er eine Sprachbehinderung hatte. Ich gehe da auch von aus, können wir auch gerne und auch exegetisch näher beleuchten, ist aber vielleicht gar nicht so interessant. Und das scheint typisch zu sein. Gott beruft andauernd irgendwelche Menschen, die scheinbar dafür nicht taugen. Jeremia, den Naar, den Jüngling, der sagt auch, dass er nicht reden kann. David, der jüngste Sohn Isais. Ja, Jugend war irgendwie auch eine Behinderung damals. Boah, und wenn ich so das Durchschnittsalter der Synode angucke, gibt's auch heute noch. Ja, und Abraham haben sie auch noch alle im Ohr, der will seine eigene Frau als Schwester an, naja, vergessen wir es.
Und Paulus bezeichnet sich als unzeitige Geburt. Die großen Männer, und ich füge hinzu, Frauen der Bibel, sind oft irgendwie auch Versager. Sie haben immer eine gebrochene Existenz, nur vorweg. Jetzt kommt der Dialog, ein spannender Dialog. Mose wurde gerade mit einem Auftrag betraut. Was sagt er als erstes? Erster Einwand: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Ja, wer bin ich? Wenn Sie jetzt einfach mal die alttestamentlichen Texte ernst nehmen, irgendwie hat er mal einen Ägypter erschlagen, höfische Erziehung, Findelkind, aber jetzt nomadische Existenz bei seinem Schwiegervater Jitro, er hütet die Tiere in der Einöde, in der Wüste, keine anderen Menschen, nur die Tiere und er. Und er drückt mit diesem Satz eigentlich sein Selbstbewusstsein aus. Wer bin ich? Hallo, das kann ich nicht. Wer bin ich denn? Ich bin ein Hirte gerade und ich soll zum mächtigsten Mann der damaligen Zeit gehen und ein Volk aus der Sklaverei befreien. Dafür braucht es einen großen politischen Führer und nicht mich. Wer bin ich denn? Ich arbeite als Dozent am Pädagogisch-Theologischen Institut. Oft mit diesen Menschen, die medizinisch als behindert deklariert werden. Und manche haben ein solches Selbstbild. Ich kann das eigentlich nicht. Die anderen waren immer besser. Manchmal erlebt man das aber auch ganz überraschenderweise bei einer über 60-jährigen Dame bei einem inklusiven Musikworkshop aus einer hochbegnadeten Familie. Einer der Brüder war sogar Musikprofessorin und sie spielte Blockflöte bei uns. Und sagte dann in der Abschlussrunde: Ich habe zum ersten Mal vor Publikum in meinem Leben ein Instrument gespielt, ein Solo aufgeführt. Ja, wer bin ich denn im Vergleich zu all diesen Großen? Ich habe mich doch nie getraut. Man könnte sagen, ein bisschen ein behindertes Selbstbewusstsein. Nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft strotzen vor Energie und Kraft und Selbstbewusstsein, sind synodale. Nein. Hier hatte ich jetzt gar nicht Witz hintergeschrieben, aber nein, es gibt auch die Vorsichtigen. Aber die Vorsichtigen gilt es auch zu beteiligen. Nicht nur die, die schreien, halt, hier Menschenrechte, ich bin zwar behindert, aber ich will Teilhabe, ich fordere die ein von eurer Gemeinde. Es gibt auch die ganz Leisen, die so wie ich als 12-Jähriger, ich traue mich eigentlich nicht, aber ich gehe mal vorsichtig, ich nehme einen mit, mal gucken, wie ich aufgenommen werde. Inklusion heißt: Wie gehen wir mit den Vorsichtigen um? Haben wir einen Blick für die wirklich am Rande Lebenden, Stehenden, die Schwachen, die nicht nur und direkt für sich mutig eintreten können? In dieser Orientierungshilfe, die Sie gerade eben erwähnt haben, sind ganz viele Fragen. Eine Frage lautet zum Beispiel: Regt Sie das Gemeindeleben dazu an, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln? Und was trägt dazu bei? Sie merken, da steckt das Wort behindert überhaupt nicht drin. Aber eine Kultur in der Gemeinde, regt unsere Gemeindekultur jeden Menschen an, ein positives Selbstbild zu entwickeln? Was trägt in unserer Gemeinde dazu bei? Wer bin ich denn, sagt der Mose, wie helfen Sie so jemandem? Der sagt, ich bin zu klein, die Aufgabe kann ich doch nicht, das übersteigt mich doch. Ganz beliebt in Deutschland ist Großreden. Kleine Szene will ich Ihnen erzählen. Kindergarten in Schildkind, da war ich Pfarrer ZA. Wir hatten einen inklusiven Kindergarten. Ein kleiner Junge stand am Baum, seine Freunde waren bereits in der Baumkrone und er sah sehnsüchtig hoch. Oh. Eine Erzieherin sah ihn, sagte: Möchtest du auch in den Baum hochklettern? Ja, aber das kann ich nicht. Wer bin ich denn? Ich bin doch viel zu klein. Wie helfen Sie dem? Natürlich kannst du das. Du musst dir nur mal was zutrauen. Du kannst viel mehr, als du denkst. Kommt Leute, wir müssen den mal anfeuern. Komm, look das, hip. Dann sagt er irgendwann: Aber ich kann das doch nicht, ich habe doch Angst. Einen Menschen groß zu reden, klappt ganz selten. Was hat die Erzieherin gemacht? Die sagte: Fang du mal an zu klettern. Ich halte eine Hand unter deinen Popo, die andere an deinen Rücken. Du kannst nicht runterfallen. Und dann hat der kleine Junge sich auf den Weg gemacht und hat es tatsächlich bis zum ersten Ast geschafft. Was für eine wunderbare Pädagogin. Ich begleite dich bei der Aufgabe, die dir zu groß erscheint. Mein Vetter, mein Cousin Frank, mein Vater, die mich hingebracht haben. Wie wichtig waren die Menschen, die mich begleitet haben ins Leben, herangeführt haben an die großen Aufgaben? Glauben Sie, ich hätte mich beim ersten Mal vor die Synode gestellt und eine Predigt gehalten?
Es ist auch gut, dass ich es mal schrittweise gelernt habe und viele Menschen aus der Gemeinde mir immer wieder gesagt haben, das war ermutigend, das hast du gut gemacht, hier könntest du mal was verändern. Sie brauchen solche Begleiter, die sagen, wir lassen dich nicht fallen. Und genauso ist Gottes Antwort, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt. Bibel in gerechter Sprache, ich stehe dir doch zur Seite. Gott sagt seine Begleitung, Unterstützung zu auf diesen Einwand, wer bin ich? Zweiter Einwand, wer bist du denn? Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott der Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Dieser Einwand ist eigentlich ein bisschen bescheuert, oder? Mein Gott hatte sich gerade vorgestellt, ich bin der Gott der Väter. Jetzt fragt Mose nach dem Namen. Wenn Mose schon sein Angesicht verhüllt, dann werden die Israeliten doch erst recht wissen, wer denn da auf ihn zukommt. Aber vielleicht ist der Einwand trotzdem nicht so schlecht. Denn der Gott der Väter zeigt auch, es ist der Gott der anderen. Meiner ist es nicht. Ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass ich begleitet werde beim Baum hochklettern. Davon haben mir vielleicht andere erzählt. Vielleicht fragt hier eigentlich Gott, Mose lieber, sag mal Gott, bist du das wirklich? Bist du der Begleiter, der Verlässliche? Wer bist du eigentlich? Wie ist dein Name? Ich habe dich nur vom Hörensagen erlebt. Gottes Antwort, die berühmte, Ehje Asher Ehje. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, der ich sein werde. Ich bin der, der sich immer wieder ereignet. Es gibt hunderte Übersetzungen von diesem schillernden Gottesnamen, der die Gegenwart und die Zukunft miteinander verbindet. Das Sein Gottes, mit dem sich immer wieder erweisen, sich immer wieder ereignen. Und ich deute die Antwort so, du musst die Aufgabe schon anpacken, sonst wirst du meine Gegenwart nicht erleben. Ich werde mich da zeigen. Und das ist auch das Zeichen. Mose bittet mal in diesem Gespräch um ein Zeichen und sagt, ja, wenn du Israel rausgeführt hast, dann werdet ihr opfern. Ja, das ist ein Zeichen der Zukunft. Er hätte ja gerne eins jetzt gehabt. Diese Sicherheit bekommen Christen nicht, aber diese Stärkung bekommen alle. Ich bin bei dir. So sehr du begabt oder begrenzt bist, ich begleite dich. Dritter Einwand. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Dieser Einwand ist ein guter Einwand. Das sehen Sie schon syntaktisch. Weil bis jetzt war die Struktur Einwand, Gegenargument, Einwand, Gegenargument. Jetzt kommt dritter Einwand, drei Gegenargumente. Offensichtlich kommt Mose näher an das Zentrum dessen heran, weswegen er nicht gehen will. Sie werden mir nicht glauben. Sie werden mir nicht glauben. Drei Gegenargumente. Mose kann den Stab zur Schlange machen. Er kann seine Hand ins Gewand mit Aussatz versehen und wieder heilen und Nilwasser zu Blut machen. Ich finde ja das super. Als Pfarrer, wenn ich sowas könnte. Nächste Woche Sonntag mal eben übers Wasser laufen. Ich verspreche Ihnen, eine Woche später wäre die Kirche rappelvoll. Also so ein Ausweis der Macht, dass Gott bei mir ist. Boah, also super. Drei Zeichen, also was soll noch schief gehen? Kleines Problem. Die ägyptischen Zauberer, die können auch eine ganze Menge Tricks, das merken sie nachher bei den ganzen Plagen immer. Und sie taten es ebenso. Diese ganzen Zeichenhandlungen sind in der Bibel ja sehr, sehr kritisch. Markus, das Evangelium mit den meisten Wundergeschichten, wann kommt die Christuserkenntnis? Der Hauptmann unterm Kreuz. Der hat die wahre Christuserkenntnis im Leiden und nicht in all diesen Wunderheilungen, Wunder, Naturwundern und so weiter. Moses Erfahrung könnte sein, auf mich hört keiner. Ich bin ja noch nicht akzeptiert in dieser Gruppe. Wenn ich jetzt als Außenseiter, als Hirte oder als Totschläger dahin komme und sage, ich spiele mich zum Führer auf, mir glaubt keiner, die werden nicht glauben, dass du mir erschienen bist. Auf mich hört sowieso keiner. Nach dem vierten Argument könnte man vielleicht dieses dritte noch besser verstehen. In dieser Orientierungshilfe gibt es die Frage, werden auch Beiträge wertgeschätzt von Menschen, die sich nur schwer verständlich machen können? Wird in der Gesprächskultur deutlich, dass andere Meinungen und Glaubenshaltungen respektiert und wertgeschätzt werden? Inklusion hat was mit Wertschätzen dieser Äußerungen zu tun. Vierter Einwand. Ach, mein Herr, ich bin von jeher
nicht beredt gewesen. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ach, da steht tatsächlich so ein hebräischer Stöhnlaut. Boah, nee. Also wenn es jetzt nicht die Synode wäre, bei anderen Predigten würde ich sagen, Mose kotzt seine Not Gott vor die Füße. Jetzt, oh nee, endlich gibt er die Widerstände, die Barrieren auf und sagt mal, was mit ihm los ist, warum der dem Auftrag Gottes nicht folgen möchte. Ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Die drei beliebtesten Auslegungen, der ist des Ägyptischen nicht mächtig. Ah, ist natürlich am Hof des Pharaos, wenn man, naja. Oder er ist nicht sprachgewandt. In Kapitel 6, 12 und 20 gibt es noch mal zweimal diesen Ausdruck, unbeschnitten an den Lippen. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vor allen Dingen, weil nachher Gottes Antwort zeigt eigentlich deutlich in die dritte Richtung, nämlich, dass er sprachbehindert war. Sie werden nachher die Antwort Gottes hören. Die These gibt es erst seit 1968 von einem Schweizer Tiefenpsychologen, dann aber in der Theologie aufgenommen. Ich gehe davon aus, werden Sie nachher an der Antwort hören, die will ich aber noch ein bisschen für mich behalten, dass der gestottert hat, dass er sprachbehindert wird. Und der wird ausgerechnet als Redner zum Pharao. Ja, das ist auch echt eine Zumutung, Gott. Naja. Auch jetzt ist es nicht besser geworden, wo du mit deinem Knecht redest. Interessanter Satz. Denkt Mose, wenn der lebendige Gott in mein Leben kommt, sind meine Gebrechen weg? Hä? Wieso ist es nicht besser geworden? Ich stottere hier immer noch, obwohl du gerade Angesicht zu Angesicht. Gibt's doch gar nicht. Offensichtlich ist das die Vorstellung des Mose. Wenn doch Gott da ist, kann doch meine Begrenzung nicht mehr da sein. Scheint doch irgendwie im Konflikt zu liegen. Das ist aber ein Problem von Mose, ist kein Problem von Gott. Denn der hat jetzt eine Antwort. Und als letztes, was mir noch aufgefallen ist, haben Sie gemerkt? Wir sind ja jetzt schon beim vierten Einwand. Beim vierten Einwand traut sich Mose zu sagen, by the way, lieber Gott, ich habe ein kleines Problem. Der hat gar nicht gesagt, wer bin ich denn? Der hat gesagt, bin ich? Ist Gott blöd, dass der nicht merkt, welches Problem? Nein, kann nicht sein. Gott weiß längst, wen er sich da ausgesucht hat. Nur Mose brauchte einen Prozess, bis er selber sagen konnte, ich habe da ein kleines Problem, eine Barriere, die mich zurückhält, die mich immer wieder, vielleicht bin ich gar nicht zufällig auf diesem Feld, hab's nur mit Tieren zu tun, da muss ich nicht reden, in der Stadt wäre das ganz anders, ist ein schöner Ort, da falle ich nicht so auf, da lacht mich keiner aus. Die ganze Zeit überhört Gott die Schwäche, bis der Mose bereit ist. Sie merken, wie vorsichtig Gott hier mit Mose umgeht und sagt, ja, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich habe meine Armbehinderung, können Sie alle sehen. Ich habe mal Armprothesen getragen, die waren unpraktisch. Ich hatte mich von Kindesbeinen dran gewöhnt. Ich trage auch noch eine Beinprothese. Die verstecke ich natürlich heute unter einer langen Hose. Als ich Tischtennis gespielt habe, das hat lange gedauert. Ich glaube, ich war 19 Jahre alt, 7 Jahre lang, habe ich immer in langer Hose gespielt. Alle Kinder wussten, er hat eine Beinprothese. Keiner hat mich darauf angesprochen. Irgendwann mal, hör mal, Rainer, willst du nicht mal? Naja, ich bin mir nicht sicher. 2 Jahre hat es gedauert, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt lasse ich die Hosen runter. Jetzt stehe ich zu meiner Einschränkung, zu meiner Begrenzung. Jetzt kann ich doch. Wie wunderbar, wenn die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen nicht schamvoll ihre eigenen Begrenzungen verstecken müssen, dann aber auch nicht, wenn sie sie offenbaren, andere über sie herfallen. Wir alle leben mit unseren Begrenzungen, mit unseren Barrieren und wir alle brauchen einen langen Weg, irgendwann zu sagen, weißt du, eigentlich, ich bin nicht der große Redner. Ja, ja, haben wir schon gemerkt, wissen wir schon. Gottes Gegenargument. Wer hat den Menschen den Mund geschaffen oder wer macht den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden? Habe ich es nicht getan, der Herr? Schönes Gegenargument, oder? Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Wer macht den Stummen oder den Tauben, den Sehenden oder den Blinden, die Rothaarigen und die Kurzärmeligen, alle drin in Gottes Schöpfung? Gott sagt, wenn es in der Schöpfungsgeschichte hieß, und siehe, es war sehr gut, ist damit nicht gemeint, perfekt.
Keines der Tiere ist perfekt. Die sind alle nach ihrer Art geschaffen. Die einen können schwimmen, die anderen können fliegen, die dritten können gehen und die vierten können kriechen. Keins kann alles. Alle nach ihrer Art. Die Menschen werden auch nach ihrer Art gemacht. Hier nur Mann und Frau. Da kann man ein bisschen, naja. Ja, aber das ist das ganze Thema der Schöpfungsgeschichte, ist, der Mensch will sein wie Gott. Das verheißt auch die Schlange. Und Gott sagt, nee, du bist begrenzt. Baum der Erkenntnis, Turmbau, du kannst nicht bis in den Himmel bauen. Alle haben Grenzen. Die Behindertenrechtskonvention weiß, es gibt keinen Menschen, der unbegrenzt ist. Lassen wir uns das abschminken. Und genau darauf beruft sich Gott. Und das ist immer wieder das zentrale Thema der Schöpfungstheologie, zum Beispiel im Psalmen, nur ganz kurz. Psalm 8, was ist der Mensch? Wenig geringer als Gott lässt du die Menschen sein. Mit Würde und Glanz krönst du sie. Psalm 144, was ist der Mensch? Der Mensch ist gleich wie nichts. In dieser Spannung bewegt sich das Menschsein. Und zwischen beiden, zwischen Frage und Aussage, steht in beiden Schöpfungspsalmen, was ist der Mensch? Dass du Gott seiner gedenkst. Die Beziehung ist konstituierend für unsere Anthropologie und nicht unsere Begabungen oder Begrenzungen. Fünfter Einwand. Wie fünfter Einwand? Eigentlich muss das Gespräch doch hier, ne? Wenn der liebe Gott sagt, hör mal, Rainer Schmidt, ich habe dich so gemacht, wie du jetzt aussiehst, und ich weiß, dass du mit deiner Behinderung, und ich habe dir trotzdem den Auftrag gegeben, jetzt kann doch eigentlich nichts mehr argumentiert werden, oder? Man geht doch nicht mehr. Gott muss doch hier das letzte Wort haben. Mose probiert's nochmal. Herr, sende, wen du willst. Ja, das war's. Kommt kein Argument mehr. Sende, wen du willst. Hallo? Wirklich, Gott, schöne Predigt, dass wir Menschen alle schöpfungsgemäß sind, dass du uns alle gemacht hast. Wunderbar, nur ich bin gar nicht das Problem, Gott. Ich habe das ja längst gelernt. Das hättest du dem Pharao sagen müssen. Geh mal dahin, geh mal zu den Kindern auf dem Schulhof, die mich ausgelacht haben, weil ich eine Brille hatte. Denen musst du sagen, dass eine Brille völlig normal ist und dass da heute gar keiner mehr lachen wird, 20 Jahre später. Die sind das Problem. Ich bin gar nicht das Problem. Die anderen sind das Problem. Denen musst du sagen, dass Menschen mit Behinderung zur guten Schöpfung Gottes gehören. Alle Argumente, alles Predigen hilft nichts. Es besteht diese innere Barriere. Ich traue mir das nicht zu. Ich gehe nicht. Ängste können Sie nicht mit Argumenten besiegen. Damit wäre jetzt eigentlich auch wieder das Gespräch beendet, oder? Ich meine, was soll Gott jetzt? Ja, komm, alles klar. Ich habe dir so viele Argumente gegeben. Wenn du jetzt immer noch stur Bock, alles klar. Und in der Tat genauso passiert es. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, Sturkopf, unverständiger... Nee. Nein, verlesen. Also, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamme Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Was für eine Gemeindebeschreibung. Drei Gaben bekommt Mose. Den Bruder Aaron, der, wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Wissen Sie, wie gut mir meine kleine Patentochter, als sie 3 Jahre alt war, getan hat? Wenn ich reinkam, sie auf mich zugelaufen, mich in den Arm genommen und irgendwann beim Abendessen, ich mit Gabel unter der Uhr geklemmt, aß meinen Salat, die kleine Paula neben mir sitzend, plötzlich, du hast keine Arme. Ich sag, ja Paula, und zwar schon den ganzen Tag nicht. Inklusion hat was mit Rechten zu tun, aber Menschen, die sich von Herzen über dich freuen, die sagen, schön, dass du da bist, auch wenn du deine letzte Predigt, Rainer, die war nicht so dolle. Man kann auch mal welche versieben als Pfarrer, weiß ich aus eigener Erfahrung. Sie können auch mal scheitern und sie können auch mal eine Medaille verlieren oder gar nicht ins Endspiel kommen.
Und dann Menschen, die eine Welcome-Party für sie machen, keine Medaillenparty, sondern einfach sagen, schön, dass du wieder da bist, wir freuen uns mit dir, wie auch immer. Inklusion hat wirklich was mit Herz zu tun. Wie begegnen wir diesen Menschen, die nicht so sind wie wir? Können wir denen auch Sympathie, die uns manchmal auch irritieren? Wie begrüßt man den Rainer Schmidt? Der hat ja gar keine Hände. Muss man mal fragen. Ja, man muss es lernen, in der Tat. Wie begrüßt man Menschen, die irgendwie geruchsmäßig nicht so auf der Höhe sind, weil sie auf der Straße leben? Wie gehe ich mit denen um? Aber irgendwie entdecken, auch die haben den Schalk. Und jemand, der Hartz IV ist, ist vielleicht besonders gut im Verwalten von Geld. Den könnte man mal fragen, wie kommst du eigentlich über die Runde? So eine Not haben wir noch nicht erlebt. Also die Menschen haben alle, und da gibt es jemanden, der freut sich über den. Frage aus der Orientierungshilfe. Woran können Familien mit Angehörigen, mit behinderten Angehörigen merken, dass sie in der Gemeinde willkommen sind? Zweite Gabe, er wird für dich zum Volk reden. Wie oft habe ich zu meinem Bruder gesagt, kannst du mir mal deine Hände leihen? Und ich sage das heute und immer wieder. Ich kann eigentlich keine Aufgabe alleine machen. Selbst als ich gefragt wurde, hier diesen Vortrag zu machen, habe ich gesagt, Herr Eber, kann ich mal eben ins LKA kommen? Ich habe noch nie einen Vortrag vor der Synode. Können Sie mir mal sagen, was da erwartet wird? Ich würde ja gerne den Mose predigen, aber ich glaube, ich sollte lieber so eine exegetische Untersuchung. Nee, sagt der, predigen Sie mal den Mose. Stundenlang hat er sozusagen eine Hand unter meinen Popo, die andere an meinen Rücken, den Baum wirst du schon hochklettern. Das klappt schon. Ja, nehmen Sie es nicht wörtlich. Ich will mit deinem und seinem Munde sein. Wieder die Begleitung Gottes als dritte Gabe. Und hier wird diese Überordnung, die manche da reinlesen, Gott, Mose, Aaron, Volk, Hierarchie, wird plötzlich wieder aufgelöst. Ich will mit deinem und seinem. Denn man könnte sagen, der Aaron ist ja nur der Regierungssprecher, nur das Sprachrohr. Nein, Gott ist auch mit dem. Ob du gering oder hoch bist, hochbegabt oder tiefbegabt, das Beisein Gottes wird beiden verheißen. Es gibt keine Abwertung in dieser Geschichte. Letzter Satz, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Das ist natürlich ein Hammersatz. Ein behinderter Mann wird für einen anderen Menschen Gott, Gottes Erkenntnis. Ja. Luther wusste schon, wenn ich predige, dann sind Menschen Worte, aber dadurch kommen Gottes Worte. Wenn die Kleinen, die Unmündigen lallen, ja, dadurch kann Gott sprechen. Wissen wir doch alle. Das sind doch nicht unsere dollen Predigten, das ist doch nicht unser Presbyterium. Wir können füreinander Gott sein. Dorothee Söller hat mal gesagt, Gott hat keine anderen Hände als die unsrigen, also ihre. Nicht wahr? Aber ja, das ist das Schöne, das sind gar nicht ihre Hände, die gehören auch ein bisschen mir. Das ist auch gar nicht mein Predigtalent. Ich meine, was wäre das langweilig, wenn Sie alle nicht da wären? Ich würde mir hier den Wolf predigen und keiner würde zuhören. Wäre eine völlig trostlose Veranstaltung. Diese Begabung, die ich im Tischtennis spielen, die war gut für mein Ego, für mein Selbstbewusstsein. Aber nachher ist sie natürlich auch gut, um die Menschen zu unterhalten. Ganz viele Talente, die sie haben, ist eigentlich für andere Leute gut. Mütter, die sind auch für andere Leute gut. Das ist doch das Geheimnis. Wir sollen füreinander Gott sein und werden und immer wieder. Der Dornbusch. Da gibt es ganz viele Erklärungen, was das nun für ein Strauch gewesen war, der dann da so leuchtet. Ich finde, das kann nur ein Strauch gewesen sein. Der Strauch heißt Mose. Ich meine, wenn du dich am Anfang der Geschichte auf dem Felde so stochelig fühlst, ich stottere, die Leute, die hören mir gar nicht zu. Wenn ich was reden werde, dann sagen sie, ja, wir wissen schon Bescheid. Komm, schreib es mal auf. Nee, ja, ist passiert. Passiert vielen Menschen, die Sprachschwierigkeiten haben. Dann fühlst du dich wie so ein Dornstrauch. Kennen Sie, ne? Deswegen, ich muss gar nicht immer nur von mir reden. Ich frage sie mal, kennen sie doch. Also irgendwann haben sie gemerkt, oh, in Mathe, da fühle ich mich wie so ein Dornstrauch. Ich war der Sportversager. Die anderen konnten das alle. Ganz viele Dinge. Wir Menschen sind manchmal diese Dornenbüsche. Aber dann kommt der liebe Gott rein und plötzlich fängt das Ding Feuer. Aber es verbrennt nicht. Es behält die eigene Identität, aber es entsteht was völlig Neues. Das ist Inklusion, wenn Sie vor den eigenen Dornen und den Dornen der anderen Menschen, die Sie tatsächlich pieksen können und verletzen können, da kann man auch mal anfangen zu bluten. Aber trotzdem bleibt das so der Heilige Geist, diese Geschichte, da passiert etwas, eine Verwandlung, wenn diese unterschiedlichen Menschen
trotzdem miteinander, dann geschieht Pfingsten, Gemeinde, Inklusion, die Kunst und der Reichtum des Zusammenlebens und des Zusammenglaubens von sehr verschiedenen Menschen. Vielen Dank. Evangelische Kirche im Rheinland.